Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel, liebe Erdzeichen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich bin schon sehr gespannt, was ich hier zeigen mag. Wir haben heute tatsächlich einen Valentinstag. Ich werde für euch jetzt kein Video drehen in Bezug auf Valentinstag. Das haben meine Kollegen schon bestimmt zu Genüge getan. Das heißt, ich denke, ihr werdet es schon überleben. Ich konzentriere mich auf das, was für Sonntag eben fällig ist, und das sind die Feuer- und Erdzeichen. So, ich bin sehr gespannt, was ich hier zeigen mag. Die Energie ist schwer, ja. Die Energie ist, ja, so um Valentinstag möchte keiner jetzt Schluss gemacht haben. Ja, das ist immer so ein bisschen schwieriger, trauriger Tag dann. Also ist eh schon schwierig für Menschen, die in unerfüllten Partnerschaften leben. Oder genau, oder einen Wunschpartner haben, mit dem es irgendwie nicht vorangeht. Und dann natürlich mit so einer Endlosschleife, in der man vielleicht jetzt mal so ein bisschen den Stecker gezogen hat, wird es auch nicht einfacher. Also ich verstehe, wenn du jetzt eben so ein bisschen verzweifelt bist und den Tag am liebsten ja, mit Netflix-Serien verbringen möchtest, ohne an dem Tag wirklich denken zu müssen, oder kann man froh sein, dass alle in Lockdown sind und man beim Spazierengehen nicht unbedingt jetzt die ganzen Pärchen mit ihren Blümchen sieht und so weiter. Wir werden uns die Energien anschauen, die uns diese kommende Woche ab Montag quasi begleiten. Ich habe das Gefühl, dass die Feuer-, Luft- und Wasserzeichen in eine vollkommen andere Energie sind als die Erdzeichen. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Ich glaube, die Erdzeichen machen sich mit der Transformation wirklich am schwierigsten. Und ich hoffe immer auf einen Durchbruch. Ja? Das habe ich bei den Luftzeichen erlebt. Und ich finde sie wunderbar und ich hoffe bei den Erdzeichen wirklich immer auf einen Durchbruch, der so ein bisschen verhilft, diese Transformation anzunehmen und sich für sich das Leben einfacher zu machen. Für die Neuen, die da sind, herzlich willkommen. Wenn es euch gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich über ein Like, über ein Abo, natürlich auch über einen Kommentar. Nur damit ihr weißt, ich channele immer erstmal eine Botschaft für die Woche, für die Erdzeichen und dann gehen wir erstmal zu den Karten über, die ich intuitiv deute. Das heißt, das hat häufig mit dem buchartigen Deuten nichts zu tun. Genau, die Botschaft ist häufig entweder eine gesprochene Botschaft oder auch bildhafte Botschaft. Wenn es gesprochen ist, dann schalte ich mich live dazu ein. Wenn es im Bild ist, dann erzähle ich euch, was das Bild für mich bedeutet oder wie ich es gefühlt habe. Genau. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr dann nach dem Video mich noch bei Vimeo besucht. Dort könnt ihr die Sternzeichen-Videos sehen für die Erdzeichen, das heißt Stier, Steinbock, Jungfrau. Und diese Sternzeichen könnt ihr dann erreichen über die Links in der Beschreibung des Videos oder im ersten Kommentar. Genau, das war es, glaube ich, von meiner Seite vorerst. Und ich werde mich jetzt zurückziehen, indem ich die Botschaft channele und bin dann gleich für euch da. Liebe Erdzeichen, also ich habe dich gesehen, wie du dich fürchterlich übergeben hast. Also ich war direkt in deinem Magen und ich habe gesehen, wie es sich zusammenzuckt und immer wieder ganz viele Sachen rausgeworfen hat, die dir irgendwo auf dem Magen rumliegen. Du hast dir ganz genau das angeschaut, was du. Das wird jetzt recht eklig, gell? Aber das war kein Essen, ja, was du da erbrochen hast, sondern das waren Vergangenheitsthemen. Das war auch Kindheitsthemen. Da waren auch kaputte Spielzeuge. Da war vieles, was dich sehr stark belastet. Und das möchte entweder auf die Oberfläche kommen oder es möchte einfach, dein Körper möchte sich davon befreien oder deine Seele möchte sich davon befreien. Ja? Und da du das scheinbar von alleine nur sehr problematisch damit umgegangen bist, also du konntest es irgendwie von sich aus nicht freigeben,
oder verarbeiten. Deswegen wird das einfach erbrochen. Okay. Okay. Liebe Erzeichen, das ist das, was ich hier meine. Ne? Hier muss immer wieder die Göttlichkeit angreifen, weil du das von alleine nur sehr schwer schaffst oder viel zu langsam. Ja? So, was ist denn die herausfordernde Energie für diese Woche für die Erdzeichen? Drittes Chakra, ja. Schau. Das dritte Chakra ist so um den Magen herum, da wird es brodeln. Und da haben wir noch Sturmwarnung, ne? Also das ist wie Augenbrauen, ne? Das ist genau das. Oh, jetzt wird es mir aber auch schlecht. Oh Gott. Okay. Oh, okay. Jetzt muss ich kurz mal was trinken. Ich hoffe, ich muss das Video jetzt nicht unterbrechen. Und warum? Weil du so zugemüllt bist, dass du die Fülle und diesen Segen, den du da von oben immer wieder erhältst, gar nicht wahrhaben kannst. Ja? Also, das heißt, es könnte sein, dass du tatsächlich irgendwelche Magengrippen hast diese Woche oder dass das wirklich irgendwelche Themen immer wieder hochkommen, die du gedacht hast, dass sie längst irgendwo schon abgelegt sind. Ja. Aber wenn du kränkelst, dann weißt du ungefähr, womit das zu tun hat. Wie nehme ich jetzt die Karte? Ich nehme sie jetzt so. Genau, der Stamm. Und Yin-Energie. Also, die fördernde Energien sind der Stamm auf dem Kopf und die Yin. Die Yin-Energie ist für mich die weibliche Energie dessen, dass du es einfach jetzt fließen lässt. Ja. Jetzt lass es einfach mal geschehen, ja, blockier es nicht, ja, sondern lass es fließen, denn das wird dir gut tun am Ende. Ich sehe hier aber auch, dass du, der Stamm ist für mich alles, was eben zu dir gehört. Ne? Der Stamm ist, sind die familiären Verbindungen, das ist Kindheit, das sind Erinnerungen, das ist hier alles, was dich ausmacht, ne? Was ein Baum ausmacht. Auch deine Ahnenlinien, alles. Und das möchte befreit werden, ja. Also nicht komplett, ja, damit du deinen Ursprung nicht komplett verlierst. Aber deswegen ist sie so ein bisschen so gefallen, ne? Aber teilweise musst du dich von, also du musst gar nichts, ja. Du kannst, du hast einen freien Willen, ja. Würde dir gut tun, wenn du dich von einigen Themen lösen würdest, ja. Da möchten Heilungsprozesse durchgehen, alle verletzende Themen aufgearbeitet werden. Deswegen wird das da so rumoren. Ja? Rad des Schicksals. Vorhin habe ich gesagt, ne, dass hier das Schicksal immer wieder so ein bisschen nachhelfen muss. Du bist so gutmütig. Mein lieber Erdzeichen, du bist zu gutmütig und wehrst dich nicht ab, setzt du keine Grenzen. Ja? Und das hängt eben mit diesen Vergangenheitsthemen zusammen, dass du wahrscheinlich durch die Vergangenheitsgeschichte entweder zu harmoniebedürftig bist, du wirst niemanden wehtun, du wirst mit niemandem Stress haben, aber damit überschreiten viele Menschen deine Grenzen, ja? Und wertschätzen dich nicht. Ja, und aber die Fülle und dieses Segen möchte in dein Leben kommen. Du kannst es aber nicht sehen, weil du so zugemüllt bist mit diesen Themen, und kämpfst nicht für dich, ja? Wann kämpfen wir nicht für uns, wenn wir gar nicht wissen, wer wir sind, was wir wollen, was für uns gut ist, was wir anstreben, was sind unsere Pläne? Und ich meine jetzt hier nicht Pläne im Sinne von beruflichen Geschichten, finanziellen Geschichten. Ich glaube, da bist du total gut aufgestellt. Aber liebestechnisch, Relationship mit Menschen, ja, darum geht's. Liebesthemen, ja. Und hier geht es darum, dass du endlich erkennst, wo du herzenstechnisch zugehörig bist. Nicht hier, nicht diesem Stamm, der dich theoretisch hier ausmacht, den du wahrnimmst, was dich ausmacht.
Da ist jemand anders, möglicherweise sogar ein Seelenpartner, mit dem es scheinbar aktuell nicht so gut läuft, ja. Genau, ein Neustart für den Aufbau eines Stammes, ja. Neubewertung dessen, was zu mir gehört und was nicht. Fließen lassen, sage ich ja. Die Yin-Energie, wehre dich nicht davon, lass es einfach zu, was hier geschehen mag, okay? Je mehr du es zulässt, umso einfacher wird es dann für dich am Ende. Drittes Chakra ist es, glaube ich, habe ich gar nicht erzählt, habe ich nur über den Magen erzählt, ist dieses Solarplexus-Chakra, ne? Das ist die Sonnenenergie. Ne? Das ist diese Doing, Tun, endlich mal etwas zu unternehmen oder ein Thema zu ergreifen, mit dem man sich eventuell noch nicht beschäftigen wollte. Ja? So, und du siehst ja hier anhand diesen Energien, dass die aktuelle Situation total frustrierend für dich ist, ja. Alles läuft nicht so, wie du es dir eigentlich vorstellst. Der Hohepriester sagt hier ganz klar, das läuft daran, weil du an etwas festhältst, was schon lange nicht mehr zu dir gehörig ist, ja? An das du nicht festhalten musst. Die Situation hängt gerade, entwickelt sich nicht weiter, weil du auch nichts oder sehr wenig dafür tust, investierst, damit etwas geschieht. Deswegen muss das hier jetzt von außen eingespielt werden, damit dieser gehängte Status endlich sich löst. Ja? Hier sind wichtig, Entscheidungen zu treffen. Hier ist wichtig, die Herzensenergie in dir wieder zu finden, die du mit Sicherheit hast, aber irgendwo ist sie möglicherweise zugeschüttet, verloren. Der Zugang zu ihr ist nicht ja, der Durchbruch, von dem ich spreche, ne? Das brauchen wir jetzt. Und ich glaube, das ist wie so ein Luftballon, der jetzt gerade so ein bisschen durchgestochen werden muss, damit du den Zugang wieder findest. Ja? So, frustrierend ist das, weil sich irgendwie nichts Gescheites einstellt. Ja? Es passiert einfach nichts. So ein bisschen Klarheit hast du schon, ja, aber es ist immer noch so isoliert. Ja? Die Puzzle kommen nicht zusammen. Du hast vielleicht so Teilbilder, aber so dieses gesamte Bild, das fehlt dir noch. Ja? Das ist noch so ein bisschen isoliert. Ja? Und der Hohepriester sagt: Schau mal, an welchen Verbindungen du festhältst. Die sind nicht ehrlich, die bringen dir nichts. Ja? Das sind nur Masken, die die Menschen tragen. Ja, ist das das, was du möchtest für deine Zukunft? Du kannst das ändern. Tick-Tack. Viel Zeit hast du dir gelassen. Viel Zeit hast du dir gelassen, um sich nichts zu öffnen. Ja, da ist etwas, was du ständig für dich behältst. Du weißt gar nicht, wie du es tun sollst. Ne? Du weißt das nicht. Das ist, du möchtest es vielleicht, aber das, was du schon eventuell vorgenommen hast, dir, das ist zu wenig, ja? Hier geht es darum, dass du trotzdem Hindernissen handelst, dass du deinen Kompass neu stellst und handelst in eine Richtung, die anders ist als die, die du bis dato gelaufen bist. Okay? Und wenn es dann noch, weiß ich nicht, andere Personen noch im Spiel sind, dann auch gegen diese Personen. Ja? Genau. Es könnte flatterhaft werden, also das zeigt sich auch hier, dass da flatterhaft wird, ja, aber bei der Herzöffnung, die du da bekommst, werden sich wahrscheinlich Unruhen so ein bisschen in dir einspielen, die du aber annehmen sollst, ja, weil die werden diese Blockaden sprengen, die hier absolut fällig sind.
Ja, also du weißt, dass du ja, in eine Sackgasse gelandet bist. Dein Gegenüber ist hier auch schon sauer und geht auch auf Abstand, weil er weiß, dass hier aktuell nichts zu holen ist, ne? Also irgendwo die Verzweiflung auf beiden Seiten, ja? Genau. Du folgst den falschen Menschen, die dir das Gefühl geben, du bist nichts wert. Und das ist falsch. Das müsste jetzt eben erstmal dein Magen verlassen, okay? Auch dieses, es könnte auch zum Beispiel, wenn du jetzt nicht wirklich ein Magenproblem bekommst diese Woche, könnte es auch sein, dass du dich vor jemanden öffnest, also so ein seelisches Erbrechen wird, wo du einfach dir von der Seele sprichst. Auch das wäre wichtig, ja? Das ist genau das, was du alles in deine Seele sammelst und was du davon tatsächlich im Außen zeigst. Und das ist das, was du vielleicht deinem Gegenüber nur diesen kleinen Anzeichen deiner selbst zeigst. Und es wäre an der Zeit, sich so zu zeigen, wie du bist. Denn du bist perfekt, so wie du bist. Und ich gehe davon aus, das liebt der Mensch an dir. Und es wäre bereit, mehr von dir kennenzulernen, aber du nimmst dir damit viel zu viel Zeit. Königin der Stäbe. Da gibt es jemanden, den du unbedingt haben willst, auf den du bis dato verzichtet hast, weil dir die Hindernisse zu groß waren und du nicht bereit warst, Entscheidungen zu treffen. Jetzt, diese Woche wird sich das ändern. Ja, das wird sich ändern. Du wirst erkennen, was du willst, wen du willst, was bist du bereit aus dem Weg zu räumen, ja, und eben aus diesem beleidigten Status, gehängten Status, also quasi es ändert sich nichts Status, auch diesen zu beenden, ja, das finde ich gut. Hoppala, das waren jetzt zu viele Karten, eindeutig zu viele Karten. Ich habe die 12 und die 21 hier, also auch wieder Spiegelkarten, ne, die einfach aufzeigen, dass sobald die Berge verschwinden, wird sich das so ein bisschen unruhig in deinem Herzchen da anfühlen. Ja? Ja, du wirst es schaffen, mein Freund. Du wirst es schaffen, sich zu öffnen und diese Situation zu bereinigen. Das finde ich schön. Was wollen noch die Engelskarten hier sagen? Ja, da ist etwas Besseres, genau. Und Erfolg hat sich gezeigt. Genau, wenn du schaffst, hier diese gehängten Situation zu beenden, sich zu öffnen endlich, ja, dann wirst du merken, wie viel besser und schöner sich das Ganze anfühlt als bis dato. Ja. Ich schaue gerade, ob das Rad des Schicksals möchte sich drehen. Da möchte ich gerne wissen, wann sich das drehen mag. Wann mag sich das Rad des Schicksals hier drehen? Das sind zu viele Karten. 6 und 12 hat sich gezeigt. Big Happy Changes hat sich noch drunter, ne, angezeigt. Also du kannst wirklich wahnsinnig viel erreichen, wenn du Kompromisse schließen kannst. Ja? Okay, wann wird sich das Rad des Schicksals drehen? Anfang und Ende. Du bist frei in der Wahl des Zeitpunkts. Ja, vielen Dank. Also das heißt, diese Karte zeigt dir, wir drehen uns. Wir drehen das nicht für dich, solange du diesen Anfangszeitpunkt bestimmen möchtest. Ja, das kannst du immer noch für dich ergreifen, du hast den freien Willen. Aber solltest du es nicht tun, werden sie für dich das tun. Dienstag, werde kreativ, setze ein Zeichen. Meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut gerne beim Vimeo vorbei, bei den Sternzeichenlegungen für Stierjungfrau und Steinbock. Da bin ich schon sehr gespannt, was sich da zeigen mag. Und ja, ob die Sternzeichen es tatsächlich schaffen, diesen gehängten Status zu verlassen. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich schon auf die Woche mit euch. Tschüssi!